Eine zeitgemäße Küche ist heute ein Lebensmittelpunkt der Bewohner. Sie muss angepasst sein an die Gewohnheiten, die die Bewohner haben. Sie ist vielfach auch eingebettet im Wohnraum und Essraum. Wir sind im Moment haben wir eher helle Fronten. Es hat Glas-, Keramikfronten. Es ist mit auch viel Lack in diversen Farben. Es ist einfach alles sehr hell und freundlich. Also die Fronten unterscheiden sich vor allem in der Haptik, also vom Berühren, vom Visualisieren. Es sind natürlich auch natürlich sehr grosse Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Materialien. Das Innenleben wird heute möglichst individuell aufgebaut, dass man seine Sachen gut kann verstauen kann. Es sind vor allem alle Auszüge, Schubladen und Türen sind gedämpft, also es macht möglichst kein Geräusch mehr, Kübel. Der Sackhalter ist auch gedämpft. Wir haben heute auch Backöfen, die nicht mehr tätschen, wenn sie zugehen. Der Kühlschrank, der auch ganz langsam schließt. Die Eigenschaft von einem Stein ist, dass er sehr robust ist. Es ist ein Naturmaterial, hat in der Regel sehr viel Struktur, ist in der Farbe leicht eingeschränkt. Und er hat einfach den Restbohren, also jeder Stein tut leicht zugen. Bei der Chromstahlabdeckung unterscheidet man an für sich die klassische, die man schon immer hatte, so einen Millimeter Chromstahl, den man abbügt und schleift. Oder jetzt neuer, was man seit ein paar Jahren jetzt kennt, ist der Purstil, also so ca. 8 mm dicker Chromstahl, der auch eine naturbelassene Oberfläche hat, also den walzrohe Stahl sieht. Bei den Spülbecken muss man darauf schauen, dass man möglichst ein grosses Becken hat, dass man schön Platz hat, auch zum Bratpfannen reintun. Im Weiteren gibt es unten neue Integralventile. Die Ventile die haben keinen Rand mehr, sie ist hygienisch sauber, ist auch gut zum Reinigen. Der Trend bei der Armaturen geht natürlich eindeutig dorthin, dass man Auszug draussen hat, dass man es rausziehen kann, weil man immer grössere Becken hat. Der Trend geht weiterhin dorthin, dass man zum Teil bis in den Semi-Profi-Bereich geht, wo man also einen grossen Schwenkbereich hat. Schöne Lösungen mit dem Abfallsystem zu machen, ist sicher ein gewisser Spagat. Es gibt aber Lösungen, indem der Spannrahmen und der Deckel aus Chromstahl ist, was sicher eine sehr schöne Haptik gibt. Gegen Gerüche beim Abfallsystem geht man vor, indem man integrierte Kohlefilter haben kann, die den Geruch absorbiert. Also in den Kocharten heutzutage unterscheiden wir natürlich verschiedene Sachen. Wir haben unter anderem das Teppanyaki. Das ist eine Grillplatte, wo wir Fleisch fettfrei zubereiten können. Wir haben einen Wok, das ist asiatisches Kochen. Da ist eine grosse Pfanne, wo wir drinnen sehr schnell, alle Minuten, Gemüse zubereiten. Man kann aber auch ein Voressen drinnen machen oder Teigwaren. Vorteil vom Induktionsherd sind, dass man kocht wie Gas. Also die Hitze ist sofort da, ist aber auch sofort wieder weg. Das ist vor allem beim Soßen aufkochen ist das sehr wichtig. Ein weiterer Vorteil ist, es brennt nichts ein, das überläuft. Es kann also, wenn man zum Beispiel Zuckerwürfel drunter hat, die schmelzen nicht. Man kann also auch eine Serviette drunter tun. Was drüber läuft, ist nachher auf der Serviette und ist schon geputzt. Weiter sparen wir noch 40% Energie, wenn wir mit dem Induktionsherd arbeiten. Bei den Abzügen tun wir heute unterscheiden von Abzügen klassisch, die man ausziehen kann. Dann gibt es die Hauben, die wir auch schon lange kennen, also die frei hängen sind oder der Wand, aus Chromstahl oder verschiedenen Materialien. Dann sehr stark sind Tischhuben aufgekommen. Das sind Hauben, die entweder zur Abdeckung ausfahren oder einen Schlitz in der Abdeckung haben, die Luft einfach nach oben abzugen. Also meistens dann natürlich bei den Inseln oder bei Dachschrägen, wo Problemlösungen sind.